Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Conan Exiles Age of Sorcery. Schön, dass ihr wieder dabei seid, Leute. Passt auf, für heute nochmal ein bisschen kuscheln, aber die Purge steht schon wieder kurz bevor. Wollte ich euch noch vorwarnen. Das könnte sein, dass die heute ist oder dass die ersten drei Tage ist, werden wir sehen. Ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet und zwar im Magieturm sind die Spruchrollen bereit. Ich habe noch mal ein paar Opfer dort unten in diese Halle gezerrt und auf dem Tisch geopfert. Und genau, wir gehen dort jetzt erstmal hin, schalten das neue frei, den neuen Magiepunkt und dann gehen wir gleich zu unseren neuen Fischfallen. Ich habe noch zwei gesetzt, also dass wir jetzt quasi drei dort haben. Die produzieren allerdings sehr langsam. Und dann gucken wir mal, dass wir uns den leibeigenen Topf bauen. Den stellen wir uns dann unten hin, falls die Purge losgeht. Das sind nämlich die ganzen leibeigenen gleich versorgt. Und da hauen wir einfach irgendwelches Food rein. Da werden sich wahrscheinlich wieder bei einigen die Haare kräuseln. Haut auch da nicht irgendein Food rein, sondern das, was die tatsächlich auch brauchen. Kein Plan. Das Einzige, was mir so richtig bekannt ist, ich weiß, ihr schreibt mir das ganz oft in den Kommentaren, welches gut ist und welches nicht und so, ist dieses exotische Festmahl. Das macht halt Stärke plus. Und ich habe halt hauptsächlich Stärkekämpfer dort unten stehen. Und wenn ihr doch mal so ein Angriff sein sollte von, ja, keine Ahnung, von, sagen wir mal, Steinnasen, ne? Soll es ja auch geben. Dann ist es ja ganz gut, wenn wir dort Stärkekämpfer haben und die auch optimal mit Buff-Food versorgt werden. Die Frage ist halt, ob dieses Buff-Food, wenn ich das in diesen leibeigenen Kessel werfe, also hier, dieses exotische Festmahl, macht halt plus 15 Stärke, ob das tatsächlich auch bei den Thralls funktioniert. Das weiß ich nicht. Das werden wir dann sehen. Oder auch nicht. Also ich glaube, ich kriege das ja eh nicht anhand der Werte mit. So. Wir stellen den nächsten Zauberspruch her. Hexenfeuerpulver hatte ich offscreen ein bisschen was gemacht. Wir haben es. Wort der Macht, Transportstein. Wir haben es, Leute. Passt auf. Ist das das letzte gewesen? Wartet. Werkstätten. Zauberei. Ja. Da ist er, Leute. Da ist er. Wahnsinn. Okay, Leute, ganz schnell zurück in die Base. Wir bauen den ganz kurz auf. Also wir pullen uns das Material, weil das Material... Oder obwohl, wartet mal, habe ich vielleicht sogar hier? Könnt ihr mal ganz kurz probieren. Was braucht der? Werkstätten. Zauberei. Das Ding hier. Pullen. Es geht. Wir hatten die Mats anscheinend hier drin, ne? Okay, dann nehmen wir den wieder auf. Ach, scheiße, das kann nicht aufgehoben werden. Oh, nehmen, Leute, jetzt habe ich Mist gemacht. Kriege ich das irgendwie wieder weg? Ah, ich kann es bewegen, zerlegen. Jetzt haben wir natürlich nur die Hälfte bekommen. Ja, vielleicht reicht da die Kiste bis hoch. Wir werden es sehen, Leute. Sonst latschen wir jetzt die ganze Sache umsonst. Macht nichts. Ey, Leute, wir haben den Transportstein. Ich werd bekloppt. Und da habe ich hier noch ein paar Leichen reingezerrt und nochmal Pinsel hergestellt und so. Für neue Zauberspruchrollen. Und jetzt brauchen wir sie gar nicht. Egal. Scheiß drauf. Wartet. Ah, ich weiß, ich sollte in die Ego gehen, aber... Ey, Mann, ey. Geh da einfach jetzt gerade. Genau. So. Ungefähr. Nein. Pullen. Ja, wir haben es gesetzt, oder? Nee. Es fehlt jetzt tatsächlich an was? Alchemistischer Grundsubstanz, oder was? Und eine Fackel. Scheiße. Okay. War ja klar. War ja irgendwie klar. Aber ihr seid... Hallo, grüß dich. Zu dir wollte ich gar nicht. Ihr seid ja hier beim Beutel und nicht bei jemandem, der es wirklich perfekt kann. Ist ja wirklich... Nee, habe ich die jetzt wirklich zerstört? Oh, ich bin so blöd. Also nochmal alchemistische Grundsubstanz geholt und eine Fackel und dann bauen wir das Ding auf. Aber vorher holen wir uns die Fische ab. Die neuen. Jetzt wird wahrscheinlich hier wieder so ein Kumpel rumschreien. Ach ja, was habe ich heute noch mit euch vor, wenn das jetzt hier alles nicht so lange dauert? Ich will noch die Miezekatzen in den Bereich setzen. Ach so, und außerdem... Hau ab! Genau, das hast du jetzt davon. Ich will noch die Miezekatzen in unseren VIP-Bereich setzen und ich habe das Ei
Und das andere Ding war, glaube ich, zwei Eier. Hier, exotischer Fisch, schmackhafter Fisch, unappetitlicher Zackenbarsch. Okay, wir nehmen mal die Dornenhaie. Seewolf. Das nehmen wir mal alles mit. Muräne. Krass. Hier ist noch eine Raupe drin. Seeteufel. Das ist ja abgefahren, Leute. So, okay. Das nehmen wir jetzt einfach mal alles mit. Und hauen das den Koch in die Pfanne. Jetzt habe ich wieder vergessen, was ich sagen wollte. Egal, Leute. Vielleicht könnt ihr es erahnen, vielleicht auch nicht. Das ist aber gar nicht schlimm. Es ist nicht eure Pflicht. Kacke, es geht bestimmt gleich die Purge los. Ach ja, ich habe noch eine kleine Sache offen mit diesen Steinnasen-Boss. Der irgendwo... Wo war denn der Typ? Ich glaube hier irgendwo. Fingerzahnfels, da irgendwo. Kommt das Ding hoch? Ah ja. Das ist ja der langsame Fahrstuhl. Genau, den möchte ich auch noch machen diese Woche. Und ich möchte mir gern Steinnasen-Eier holen. Und... in der Hoffnung, dass es Goldnasen werden. Das sind so die Pläne noch für diese Woche. Natürlich Vulkan. Ihr merkt, ich drücke mich ein bisschen um den Vulkan. Aber einmal nur, weil ich Angst habe, dass das Spiel dann schneller an dem Endpunkt erreicht ist, den ich noch gar nicht haben möchte. Wisst ihr? Ich will ja schon noch ein bisschen dabei sein. Ich möchte nicht, dass das Let's Play so schnell dann endet. Wisst ihr? Deswegen... hebe ich mir den Vulkan noch auf. Aber vielleicht gehen wir noch diese Woche schon an. Wir werden es sehen, Leute. Unser VIP-Bereich sieht von außen eigentlich echt cool aus. Also was halt scheiße ist, ist das da, aber egal. So an sich sieht doch cool aus. Okay. Wir haben jetzt diesen Fisch. Müssen wir mal gucken, ob das der Koch macht oder wie das läuft. Ich hau den das jetzt einfach mal hier in die Pfanne. Zack. So ein Hai, so eine Muräne. Wahrscheinlich brauchen wir das noch für irgendwelche Rezepte. Ich habe keine Ahnung. Die Frage ist... Käferkebab. Hier gibt es halt nichts mit Fisch, Leute. Wo gehört das hin? Ach hier, feurig scharfe Fischplatte. Da brauchen wir die seltenen Gewürze. Die haben wir ja im Prinzip mitgebracht. Die könnten wir mal probieren. Los Leute, das machen wir jetzt. Die Frage ist nur, wo habe ich diese Gewürze? Ich hatte hier irgendwo eine Truhe hingestellt. Aber da werden die nicht drin sein, ne? Nee. Oder hatte ich die schon in den Kühlschrank gepackt? Wartet, Freunde. Wartet, wartet, wartet. Ach, hier seltenes Gewürz. Ein Fuffi-Stack sogar. Geil. Ey, da haben wir aber gut was geholt dort. Dann mach mal feurig scharfe Fischplatte. Ach, da brauchst du den schmackhaften Fisch. Jetzt, na, tolle Wurst, ey. Gebratene Pilze. Da muss doch aber irgendwas mit diesem krassen Fisch geben, Leute. Aber hier ist nichts. Nö. Das ist ja komisch. Honigbrot. Ich dachte, da gibt es für diese Fische. Oder ich habe es halt... ihr habt es wahrscheinlich detailliert irgendwie in die Kommentare geschrieben. Ich habe es nur wieder nicht begriffen. Vielleicht mache ich das gar nicht in diesem Herd. Das ist ein verbesserter Herd. Ist denn der verbesserte Herd der beste Herd, den es gibt? Herd? Ja, Meisterkoch. Das ist der verbesserte Herd. Und das ist der Meisterkoch. Wir gucken nochmal, ich das hier Quatsch erzähle. Wo ist denn das bei Kochen? Ja, der verbesserte Herd ist eindeutig der beste. Hm. Mist. Freunde. Oh, was hab ich denn jetzt hier? jetzt bin ich da ein bisschen überfragt, aber dann sollte einmal noch ein bisschen exotisches Festmahl machen.
Wir brauchen das Stärke-Buff-Food. Das war, wartet. Ne, nicht gewürzte Keule. Hier, exotisches Festmahl. Eier und Bären. Haben wir hier noch Eier? Hier sind... Ah ja, hier, guckt. Hier sind auch noch Bären. Wunderbar. Wahrscheinlich war da auch exotisches Festmahl irgendwo drin im Kühlschrank und ich habe es übersehen. Aber wir müssen ja eh was herstellen. So, wo sind jetzt die Eier? Hier, keine Eier. Zack, dann stellen wir auf Fuffy Stack her. Können wir ja dann Kühe stellen. Ja, das mit den Fischen ist jetzt doof. Die nehme ich jetzt erstmal hier wieder raus und stecke die erstmal in den Kühlschrank. Wäre ja blöd, wenn die hier einfach vergammeln. Zack, zack, zack. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die Katzen, Leute. Da kann das hier schon mal durchlaufen. Leibeigenen Topf nicht vergessen, Beutel. Aber erstmal die Katzen aussetzen. Oh, ey, die vielen Türen, die nerven mich. Vielleicht baue ich das irgendwann nochmal anders. Ist ja alles offen. Die wiegen viel. Wenn jetzt die Purge losgeht, raste ich wieder aus. Achso, wie geht's in unseren Eiern? 37 Minuten. Naja, je nachdem, wie lang die Folge wird. Vielleicht kommen sie in dieser Folge, vielleicht erst in der nächsten. Wir werden es erleben. Quatsch. In die Kneipe müssen wir. Was cool, laufen wir mal hier drüber. Wie gesagt, das wird hier noch alles belebt und mit tollen Ecken gemacht. Das bleibt jetzt nicht so. Auch diese komischen Miezekatzen, die passen ja hier gar nicht ins Konzept. Die kommen hier auf alle Fälle wieder weg. Die schwarze da im VIP-Bereich auf dem Bett, die ist total cool, ja. Aber die da auf keinen Fall. Auf keinen Fall werden die da bleiben. So, dann hauen wir mal eine Katze hier hinten raus. Wo sind die jetzt? Hier. Oh, ist das süß. Bleibt die dort auch sitzen? Kann ich die... Oh, die schnurrt sogar. Ich werd bekloppt. Ach, die kann einem auch folgen. Oh, ist das geil. Verhalten, Taktik. Hä, gab's denn nicht hier irgendwas mit Emote? Inventar öffnen, Werte, Band. Hä? Verhalten? Taktik? Bin ich denn doof? Gibt's hier kein Emote? Hm. Also, vielleicht habe ich es auch irgendwie übersehen, Freunde. Dann hier in auf den orangenen Teppich. Was ist denn das für ein Geräusch? Boah, das war die Purge, oder? War hier auf dem Tisch? Nee, muss... Sorry. Na, dann halt da unten. Boah, ist das niedlich. Jetzt sitzen die da einfach rum und schnurren. Guck mal, die läuft zum Beispiel. Das ist ja cool. Oder setze ich auch noch eine hier mitten auf die Bühne? Ich weiß, Leute, das passt nicht. Aber ich will das halt doch einfach mal ausprobieren. Ach so, die geht nicht auf die Bühne, oder was? Doch. Oh, geil. Jaulen die ganze Zeit? Ja, und dann kommt hier die Kleine noch daneben. So. Ja, sehr geil, Leute. Das gefällt mir. Die bleibt sitzen. Die rennt rum und schmust. Oh, Alter. Die machen coole Geräusche. Wie mein alter Kater damals. Das war immer ein geiler Kater. Der ist 19 geworden. Der hat auch solche Geräusche gemacht. So, passt auf. Leibeigenen Topf. Der soll mit dem Bauhammer. Wartet, Werkstätten, Gefährden. Da ist er, Leibeigenen Topf. Den pulle ich mir mal gerade eben. Zack. Jetzt haben wir im Prinzip die Mats einstecken und das heißt, ich kann den jetzt unten bauen. Ich möchte den unten bauen, weil unten ja die Srals sind. Die versorgt werden müssen, wenn eine Purge angreift. Dann gib mir mal... Hä, wieso hast du noch nicht gekocht? Was machst du hier? Oh, nee. Ach, bloß du hast kein Holz, du Idiot. Mann, 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 muss man denn hier... Ich habe ja auch noch einen Stack Aale einstecken. Nee, Moräne. Ja, Moräne ist ja sowas wie ein Aal. Ich hol mal kurz Holz. Könnte ja keiner ahnen. Das Holz alles. Hier ist keins. Hier ist welches. So. Dann bauen wir den leibeigenen Topf unten auf. Hauen dann das exotische Festmahl rein. Normalerweise müsste der Typ doch übelst schnell kochen.
Oder? Was sagt ihr? Zack, und los geht's, Cursor. Ja, guck mal, ratzifatzi geht das. Da hauen wir den erstmal das rein, bis ihr mir in die Kommentare geschrieben habt, was da eigentlich reingehört. Ich lese es mir auch diesmal, also ich lese es mir immer richtig durch, aber ich kann es mir halt nicht immer alles merken. Das ist mein Problem. Ist auch nicht böse gemeint. Genau, wir wollten noch mal gucken. Ach, Zauberei, was braucht das Ding? Noch eine Fackel und die alchemistische Grundsubstanz. Die haben wir da, Freunde. Die holen wir uns schnell und dann holen wir das Essen. Dann setzen wir unten den Topf und dann geht's weiter. Theoretisch hier. Nimm mal 100 mit. Halt. Schon wieder Caps gedrückt. Hoffentlich geht die Purge jetzt nicht los. Das wird dann wieder so eine ewig lange Folge. Okay. Und eine Fackel. Behelfsmäßig oder normale? Hol mal alles, herstellen. So, dann haben wir das schon mal. Jetzt nehmen wir das Essen. Ich weiß, es sind erst nur 50. Aber es reicht ja. Von Anfang. Gibst du her und kannst auch gleich nochmal was herstellen. Mache hier 50 und pullen. 29 kann er. Okay, irgendwas scheint zu fehlen. Ach ja, getrocknete Beeren müsste ich aber irgendwo im Trockenständer wahrscheinlich noch haben. Das können wir auch gleich noch prüfen. Der müsste hier... Ah ja, hier. Ah ja, guckt. Alles easy. Haben wir dann auch nochmal da. So, jetzt setzen wir aber erstmal unseren Transporter, Freunde. Oh, ich freue mich so. Wir haben es endlich geschafft. Wir haben jetzt anscheinend, also ihr habt es mir geschrieben in den Kommentaren, der Transporter ist wirklich das Letzte, was man Magie technisch lernen kann. Sorry, meine... Die Krippe, die ist diesmal echt merkwürdig. Die hält sich in mir und an mir fest. Lässt nicht nach. Aber ich finde es total schön, auch mal einfach mit euch, gerade wenn man so gesundheitlich ein bisschen angeschlagen ist, so gemütlich zu machen. So, wartet mal, ich will mal gucken. Tatsächlich, hier ist alles weg. Wir haben das Letzte gelernt. Wie geil, Alter. Wie geil. So rumzuwursteln, so krusteln, ich finde das total geil. Nein, ich hab's gewusst. Ey, es ist nicht euer Ernst. Was greift denn an? Ich hab's nicht gesehen. Stand in der Mitte. Oh, ich bin so dumm. Ich hab nicht geguckt. Ich guck nach rechts. Jetzt setzt er das Ding hier einfach hin, Beutel. So. Wie funktioniert das jetzt? Dafür brauche ich Schwefel und Opferblut in einer Flasche. Entzünden, löschen. Ah, okay. Entzünden, löschen. Das müssen wir mal ausprobieren. Jetzt haben wir aber gerade mal andere Sorgen. Obwohl ich eigentlich recht gut vorbereitet bin. Ich weiß nur nicht, was angreift. Sieht man das auf der Karte? Säuberung steht da nur. Steht aber nicht. Aber warte mal. Planwerte, Attribute. Steht das nicht hier irgendwo? Scheiße, Leute. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ihr wisst, was das bedeutet, ne? Dass ich gleich in Hektik geraten werde. Wir haben 15 Minuten Zeit. Allerdings ist es vielleicht eine Easy-Säuberung. Vielleicht, das muss doch irgendwo stehen. Gab's denn nicht mal so einen... Karte, getreuen... Nö. Ach Leute, ich weiß es nicht. Ich dachte, da gab es mal wie so ein Logbuch. Den leibeigenen Topf. Den brauchen wir hier unten, genau. Habe ich die Bogenschützen eigentlich mittlerweile ausgerüstet? Ja, die sind ausgerüstet. Warte mal, was hat denn er hier im Inventar? Wer bist denn du, Lien? Wieso... Stufe 7. Okay. Der muss ja eigentlich mit runter.
So. Du hast Schleimsuppe. Ich baue ich erstmal hier irgendwo den Kessel hin, Freunde. Werkstätten, Gefährten. Da. Ich habe keine Ahnung. Ich baue den euch mal hier hin. Der will hier nicht hin. Warum? Hä? Ungültig. Ach, weil Säuberung ist. Ich kann in der Säuberung nicht... Boah, scheiße. Mist, Leute. Okay. Es ist doch kacke. 25. Du hast gar nichts. Du bist Stufe 18. Machst du jetzt Geschicklichkeit? Religion. Ja, ja, ja. Du bist eigentlich so ein Fischfreund. Okay, wir machen dir Fisch. Wir haben noch Zeit. Kein Problem, Leute. Wir müssen nur ruhig bleiben. Wir müssen noch oben die zwei Sklaventypen runterholen. Das Pferd steht hier in Sicherheit. Das ist okay. Wir machen noch schnell Fisch. Insofern, wartet mal, ist hier noch was drin? Ich weiß, ihr habt mir ja schon tausendmal gesagt, ich soll doch... Oh, hier, da kann man schon mal das mitnehmen. Ich soll hier unten mal einen Kühlschrank hinbauen, was da Sinn ergeben würde. So, das hier brauchen wir, unappetitlicher Fisch. Mein Gott, du bist so ein nerviges Dreckschwein, ey. Ist doch immer das Gleiche mit dir. Zack, zack, zack. Play drücken. Passt das auch jetzt hier noch rein? Warte mal, ich schau mal so ein paar Suppen raus. Es ist hier genug Platz für die Fische. Ach, der macht ja immer noch die Suppen. Verdammte Scheiße. Freunde, wir müssen ruhig bleiben. Okay, Fische laufen durch. Wunderbar. Läuft. Schleimsuppen habe ich für die Stärkekämpfer, die noch nicht gelevelt sind. Läuft auch. Ich muss noch oben die zwei runterholen. Es sind vier. Oh je. Es sind ganz schön viele, die noch oben sind. So, warte, Stärkekämpfer. Liam, du bist Stärkekämpfer, oder? Wahrscheinlich. Nächste. Hast du schon. Die kriegt... Hier, schön. Hä, wo sind jetzt die ganzen Schleimsuppen? Hab ich sie jetzt schon wieder nicht alle mitgenommen. Die braucht den Fisch. Und die hat das Fleisch. Alles klar, Leute, nochmal hoch. Ganz schnell. Ach, scheiße, ich hab die Treppe ja halb abgerissen. Jetzt ist es kritisch, Leute. Jetzt hab ich nämlich die Treppe so halb abgerissen. Egal. Wir geben alles. Komm, kletter hoch, Corsa. Die Zuschauer zählen auf dich. Läuft die Aufnahme überhaupt, Freunde? Das ist jetzt noch so eine Frage. Ich hoffe es. Ja, sieht so aus. Oh ja, die Katzen, geil. Die nehmen wir auch alle mit runter. So, also ihr zwei, wie ist, du hast noch 19 Fische und du hast genug. Alles klar. Folgen. Folgen. Die zwei haben wir schon mal. Säuberung. Au, voll gegen Thoram. Ich weiß halt gerade nicht, was angreift. So, genau. Warte mal, du bist Bogenschützin. Mensch. Du bleibst hier. Oh, was ist denn mit dir, du Knalltüte, ey? Das nervt. Wo bist du jetzt? Hier. Warte. Dann komm halt einfach mit, folge mir. Jetzt hält man sich wieder sinnlos mit dieser Frau auf. Komm hierher.
Du bist schon gut gelevelt. Du musst ziemlich nah an der Kante. Krieg ich dich, warte. Hier hingestellt. Ja. Wunderbar. Okay. Ihr braucht ja jetzt erstmal nichts zu essen. Ihr kriegt ja eigentlich keinen Schaden. Jetzt nochmal hoch, Freunde. Jetzt holen wir uns noch Enbatu und Kohlsicherheitsschlag. Und dann sind wir eigentlich gut in Time. Dann holen wir noch die Fische. Ja, scheiße, dass wir den leibeigenen Topf nicht eher gesetzt haben. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Aber hey. Es muss ja auch ein bisschen spannend bleiben. Aber dass die Perch jetzt so schnell kommt, damit habe ich nicht gerechnet. Da weil ich offscreen wieder so lange rumgemerkt habe. Ich habe nochmal Schwefel geholt. Ich habe ein paar Srals unten rein, also quasi in Magieturm gezerrt. Obwohl ich ja hätte nur noch die eine Seite gebraucht. Haben wir ja jetzt gerade festgestellt. So, was wollte ich jetzt? Ach ja. Jungs, Ablösung. Wir brauchen euch. Habt ihr eigentlich noch Waffen? Ja. Ah, ihr kriegt auch gekochtes, exquisites Fleisch. Ne, du bist noch nicht High-Level, du kriegst Schleimsuppe. Alles klar, warte, ich hol nochmal gutes Festmahl, exotisches. Ich hoffe, der Kerl hat hier auch was gemacht. Ach, die Bären, die getrockneten Fäden noch, ne? Wieso hat denn der schon wieder nichts gemacht, der Idiot, ey? Was ist denn mit dem? Oh, ey. Er macht nicht. Warum? War nicht Play gedrückt. Scheiße. Vielleicht habe ich ja hier sowas schon vorbereitet. Halt. Nee, nicht wirklich. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Dann hole ich schnell die getrockneten Bären. Zack, zack, zack. Miau. Das ist so geil, oder? Also mich freut das. Extrem. So, warte, die hau ich dir hier rein. Und dann machst du nochmal so ein Stack hier. Ach, da fehlt's an Eiern. Es ist gar nicht, es sind gar nicht die getrockneten Bären. Na egal. So, Leute. Los geht's. Müssen wir mal wieder Eier holen. Also, du. Du. Ja. Gönn dir, Alter. Folge mir. Ja, ich weiß, ihr habt jetzt nicht die beste Rüstung. Zeig mal, ja, wie sind denn eure Werte? 850. Ja, es ist okay. Komm. Ihr werdet es überleben. Ich habe Heilpfeile mit. Es wird vielleicht auch wieder nur Müll sein, was hier angreift. Also irgendwelche Skorpione oder... Hast du nicht gesehen? Wir werden es gleich erleben, Freunde. Ich weiß jetzt gerade überhaupt nicht, worauf die eingestellt sind alle. Wache halten. Das müssen wir nochmal prüfen. Also, Verhalten. Warte mal, wo war denn das? Taktik. Aktivität. Bereich bewachen. Geht das wieder los? Ich glaube, die müssten ja alle noch richtig eingestellt sein, ne? Dann würde ich sagen, habe ich hier schon wieder, ja. Berserker, wo ist denn, Dali? Oder ich, nee. Ich nehme Lian. Das ist eine gute Idee. Ja, das ist eine gute Idee, Freunde. Ich nehme Lian. Bist du gut versorgt, Rosa? Ach so, die Fische noch. 3 Minuten haben wir noch. Geben wir noch den Leuten die Fische, die die Fische benötigen. Und dann kann es losgehen. Perch Nummer 3. Bin gespannt. Wird wieder so eine lange Folge, ne? Hm. Sorry. Sorry dafür. Gut, das sollte reichen. Nehmen wir mal hier lieber noch Schleimsüppchen mit.
Und dann sind wir gut versorgt. Wir selber haben 27 Gesundheitstränke. Wie viele Heilpfeile haben wir? 72. Passt schon. Ist immer spannend für mich. Also, auch wenn ich gerade so gelassen wirke, aber das liegt daran, dass halt wirklich, dass ich noch ein bisschen krank bin. Genau, du kriegst hier einen Teller Schleimi. Du hast Fleisch. Warte, wo sind die, die hier noch Fisch brauchten? Du warst das. Zack. Da war da hier den 18er Stack, kriegst du noch. Du hast Fleisch. Du bist suppig. Du bist auch suppig. Warte, kriegst du auch noch Suppe? Ja. Kannst du richtig schön suppig sein. Du hast noch Suppe. Ach, ist doch wunderbar mit euch, Freunde. Ah ja, stimmt. Ich weiß, welche hier noch Fisch wollte. Komm her. Kriegst du, ja. Zack. Okay, Leute. Also, ich glaube, ich bin bereit. Ich trinke noch einen Schluck. Wen nehmen wir jetzt? Lian. Der ist halt noch nicht stark, ne? Der ist erst Level 7. Und, Bettina? Bettina? Was sind eigentlich unsere... Was sind eigentlich unsere Dali, Leute? Ah, hier. Nehmen wir Bettina? Ne, wir nehmen Dali, komm. Okay. Eine Minute, dann geht's los. Diesmal achte ich auch auf die Mitte und gucke, was angreift. Wenn da jetzt Steinnasen steht, krieg ich Angst. Da krieg ich wirklich Angst. Oder irgendwas. Ich weiß nicht, ob es noch eine krassere Steigerung gibt. Habt ihr Bock, ihr zwei? Habt ihr Bock auf die Purge? Ja, Beutel! Oh, ich hätte was trinken müssen. Naja. Gut, so haben wir denn Trinkflaschen. Wie viel sind hier noch drin? 8,4. Alter, die Flasche ist echt geil. So, ich hau mir natürlich Stärke-Buffy rein. Und ja, gucken wir mal. Wir sind cool. Stehen zu dritt hier und warten auf die Purge. 10 Sekunden, Leute. Klotzt denn du so? Okay. Heuschreckenplage. Ach du Scheiße. Die machen Giftschaden. Das ist richtiger Scheiß. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, Freunde. Ich hoffe, dass die Bogenschützen hier 1A Arbeit leisten werden. Also, wenn es diese Heuschreckendinger aus dem Dschungel sind, dann könnte das übel werden. Ich sehe noch keine. Oh je, Leute. Ich sehe schon, dass einige heute sterben werden. An Vergiftung. Es greift aber nichts an. Das ist aber schon. Bin ich, dass die oben sind, Freunde. Guck mal. Alter, erschreck mich. Ah, da sind sie. Okay, Leute, lasst zurückgehen. Komm, komm, komm. Lasst die anderen auch mitmachen. Ach, ich hätte die vielleicht auf alles angreifen sollen. Ich glaube, ich muss die auf alle angreifen machen. Hä? Kann das sein, Leute? Verhalten. Aktivität. Alle Gegner angreifen. Obwohl, die Schwachen lassen wir mal, wie sie sind. Boah, ist das beschissen. Die Frage ist, wo hängen die gerade rum? Ah, da oben sind sie. Die greifen noch nicht so richtig an. Ist gut. Hatte ich die jetzt schon? Oh, das ist doch scheiße.
Ja, und die müssen vor allen Dingen auch alle Gegner angreifen da oben. Die sind, glaube ich, das Wichtigste, oder? Weil ansonsten tauchen ja hier keine anderen an. Auf. Vielleicht ist das auch total verkehrt, was ich gerade mache, Freunde. Shit. Ah ne, jetzt guck mal, jetzt gehen sie ab hier. Also, vielleicht sind sie doch richtig eingestellt. Vielleicht ist alles gut. Ich lasse es erstmal so. Bevor ich wieder irgendeinen Kack mache. So, aus denen kriegt man ja eigentlich nur Wundsekret und sowas raus, ne? Warte, lasst mal gucken. Ja, und die... Da kriegt man richtig viel Wundsekret raus. Kannst du alles hier reinpacken. Kann man ja immer gebrauchen, das Zeug. Ja, sorry Leute, wenn ich jetzt hier irgendwas falsch eingestellt habe, nehmt es mir nicht übel, ne? Das ist jetzt halt so. Ach, guck mal, hier unten sind ja auch noch Waffen. Der Unverständliche. Was haben wir hier? Sternmetall, Großschwert. Aha, aha. Solange die halt keinen krassen Giftschaden kriegen, die Thralls, ist ja alles gut, ne? Quatsch. Von den Sandechsen-Giftdrüsen brauche ich gar nicht so viel, hattet ihr mir mal geschrieben. Ach, hier ist ja auch noch schwarzes Blut. Was habe ich denn hier alles überall verteilt, Leute? So, okay. Geht wieder weiter, Leute. Ich habe ja schon ein bisschen Schiss wegen den Giftschaden, aber hier sind eigentlich alle heile, ne? Na gut, die haben ja auch alle Essen. Lian, welches Level bist du? Stufe 7. Das machen wir jetzt auf Stufe 8. Komm, wir gehen dem mal entgegen. Ich habe ja echt Angst, dass hier so ein richtig großes Vieh kommt. Boah, dann haben wir ein Problem. Jetzt fang du auch noch an, du Dreckbähn. So. Den ist Stufe 8. Aber wo bleiben die Viecher? Ich will ja mal die Bogenschützen auch komplett in Action sehen. Das wäre so geil, wenn die alle ausrasten und auf die Biester ballern. Und die einfach nur verkrüppeln die ganze Zeit. Perch ist aber noch, ja. Vielleicht dauert das auch immer ein bisschen, bis die spawnen. Ah, hier vorne kommt was gelatscht. Ist das was Großes? Ne, es sind kleine. Auch noch easy. Noch ist easy, Freunde. Auch wenn ich angespannt bin, aber es ist bei jeder Perch so und am Ende ist es übelst easy. So, Chitin hier nahe. Das hier nahe, das hier nahe. Bringt ja Gammelfleisch, ne? Das ganze Fleisch und die komischen Drüsen, die haue ich jetzt mal raus. Ich glaube, man braucht wirklich nicht so viel davon. Aber wo sind die Gegner schon wieder? Vielleicht stecken sie hier wieder im Mauerwerk fest? Nee. Oh shit, ey, genau wegen so einer Scheiße. Los Leute, zurück, zurück, zurück. Come on, come on, come on, come on. Jetzt müssen ja alle zusammenhalten und die Bogen schützen. Scheiße. Genau, jetzt die Bogen schützen. Kommt, haut rein. Naja, das ist ja voll easy, Alter. Das ist ja voll. Aber das war noch nicht so ein Dreier-Ding, ne? Das war ganz normales. Dämonenblut. Das ging ja jetzt recht. Fitti hier. Kümmert ihr euch, Jungs und Mädels? Macht ihr das?
Sag mal, wo sind denn eigentlich unsere anderen nach hier unten? Ja, ich glaube, die machen alle, was sie sollen. Ein paar Leute haben hier Giftschaden, aber es ist alles noch im grünen Bereich, sage ich mal. Wow. Okay, ich bin ein bisschen aufgeregt, ihr merkt's. So, Fleisch hier rein. Dämonenblut. Hau ich mal hier mit rein und Chitin. Die Dinger hau ich wieder raus. Da unten kommen die nächsten. Wundsecret. Naja, die lassen sich Zeit, ne? Also ein bisschen wie bei Ark Genesis. Aber ich glaube, der Fleischplatz wird ja bald zu voll. Wow, 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 wow. Das kotzt mich an, ey. Okay. Hey, ja, läuft doch gut, Leute. Und wenn jetzt doch hier so eine komische große kommen sollte. Ihr habt gesehen, die Bogenschützen, wie die abgegangen sind. Da wird hier auch so ein Dreierboss mal schlecht. Hm, hier, die Kiste ist voll. Bald. Okay, wir checken. Purge ist noch, ne? Beim letzten Mal wusste ich ja nicht, ob die Purge vorbei ist oder nicht. Und die Aufnahme läuft und läuft. Und der Trompetenmann spielt. Wie göttlich. Wie göttlich, Leute. Lian, wie geht's dir? Zeig mal. Naja, bald Stufe 9. Das fetzt. Geht aufwärts mit den Jungs und Mädels hier. Ich glaube, mehr brauchst du da noch gar nicht. Also mit dem Bogenschützen dort ist voll fett. Also könntest hier ja im Prinzip die ganze Leiste bauen, weil die dort einfach nicht runtergehen, ne? Und das könnte man vielleicht da oben könnte man auch noch zwei, drei hinstellen und dort. Und dann geht's so übelst ab. Alles voll Bogenschützen. Könnten wir uns auch mal angucken. So, weiter geht's. Na los, wir laufen Patrouille. Oh, da ist eine Fette. Da ist eine Fette. Wartet, kommt zurück. Wir machen es mit dem Bogen. Ich gebe es dir mal so richtig mit dem Bogen. Wo ist überhaupt mein Bogen? Ich bin so geil. Ich achte auf Heilpfeile und so einen Scheiß, aber ich habe überhaupt keinen Bogen einstecken. Das ist wieder so typisch Beutel. So. Ja, guckt's an, guckt's an. Zack, zack, zack. Hier. Das geht so ratzi-fatzi. Habt ihr gesehen, wie die abgegangen sind? Bam, bam, bam. Da kommt wieder was Großes. Ich habe echt keinen Bogen eingesteckt. Naja, hoffen wir mal, dass die keine Heilpfeile benötigen. Unseres Reis. Ich guck mal lieber hier unten, nicht das gleichzeitig. Naja, alles gut. Läuft. Okay, es sieht uns, es kommt. Bogenschützen reagieren. Boah, Alter. Ich bin so begeistert von den Bogenschützen gerade. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Sorry für meine Kistenordnung. Ich haue jetzt einmal mal kurz alles hier rein. Was war jetzt? Ist noch. Birch ist noch. Lass mal gucken. Lass mal gucken. Es wird dunkel. Sehr geil. Oh, was sind denn das für Freaks?
Hallo, hallo, hallo. Ihr könnt ruhig mitmachen, Jungs und Mädels. Habt doch keinen Bock. Ist nicht schlimm. Ich mach's alleine. Oh, da kommt noch eine große. Naja, scheiß drauf. Komm, die machen wir alleine. Oder ist das so eine wirkliche Bossi? Diesmal. Der Dreikopf. Nö. Langweilig. Voll langweilig. Was haben die eigentlich zu tun gehabt? Die Dafaris. So, Perch ist immer noch. Aber I don't see enemies. Where are the enemies? Die fressen hier bestimmt die Rehe. Oder? Nö. Das auch nicht. Okay. Wo hängen die rum, Leute? Ich freue mich so über meine Bogenschützen. Das ist unglaublich. Wie geil, dass es wie die abgehen. Oh, keine Ausdauer. Ah, da unten kommt. Kommt was? Das ist aber diesmal Dreikopf, oder? Nö, auch nicht. Okay, sammeln sich neu. Naja, so kriegt man wieder ganz viel Gammelfleisch vom Kompost. Ganz viel Wundsekret. Kann man ja immer gebrauchen. Ist doch okay. Find ich super. Chitin. Ja, wir haben schon gut Wundsekret gesammelt. Hui. Ah, sorry, dass die Folge wieder so lang wird, aber... ist ja auch irgendwie geil. Ach, das lasse ich jetzt einmal liegen. Ihr seht echt heiß aus. So, es wird auch hell. Das ist gut. Dann können wir den Abschluss der Purge noch im Hellen erleben. Mensch, und dabei hatte ich heute so viele Sachen vor. Naja, dann machen wir die alle morgen. Aber geil! Wir haben endlich die Magie voll ausgelevelt. Ich bin da so froh drüber. So, können wir dann mal langsam hier was Richtiges ranholen? Ein paar richtige Gegner. Machen was Geiles, Großes, wo ich so richtig Angst bekomme. Ist das mal irgendwie drin? Das wäre was. Wie er hier. Nö, da kommt nichts. Da kommt nichts. Oh, die mehren wieder rum. Ah, da. Oh ja, diesmal ist was wirklich Dickes dabei. Los, zurück. Okay, scheiße. Ich hätte ja auch mal den Pfeil und Bogen in der Zeit holen können, ne? Habe ich hier noch einen drin? Wartet. Diesmal kommt was mit wirklichen Giftschaden. Nee, kein Bogen. Kein Bogen. Hier vielleicht? Ist noch eine Kiste. Nee. Okay, Freunde. Hoffen wir mal, dass der nicht zu viel Giftschaden macht. Hä? Nein! Nö, das... Oh. Nein! Richtig spawnt. Wir haben es geschafft, Leute. Das ist doch Mist, ey. Jetzt kam wirklich das dicke Ding. Aber ich glaube, das wäre auch ganz schnell gestorben. Ach, schade, Leute. Ich hätte es doch gern mal gesehen, wie die gegen das dicke Ding kämpfen. Egal.
War irgendwie doch lustig, spannend, ärgerlich, dass wir, das machen wir jetzt auch gleich mal hier, den Pläten Kessel setzen. Das hier, kann man den auch eigentlich hier einfach in der Ecke setzen? Ja, guck mal, ich setze den erstmal hier hin. Da sind ja erstmal alle versorgt, kann ich später noch umsetzen. Hier, exotisches Festmahl. Das kriegen die jetzt hier alle. Ah, okay. Das sind quasi hier alles Reis. Super, Leute. Naja, geile Sache. Dann machen wir in der nächsten Folge die Dinge, die wir machen wollten. Nämlich, ich möchte gern Steinnaseneier noch holen. Und diese Riesensteinnase fertig machen. Hier bei Sandunterspülter Pass müsste das sein. Das haben wir noch offen. Und ja, da können wir gleich mal bei Chebalsack vorbeigehen und schon mal Hallo sagen. Also dieses Dungeon hebe ich mir, glaube ich, bis zum Schluss auf, weil, ja, es ist halt krass. Krasses Dungeon. Also weiß ich noch von damals. Cool, Leute. Schön, dass ihr reingeguckt habt. Also für mich war es doch ganz lustig und spannend. War mal wieder was anderes. So eine Purge ist halt irgendwie immer innere Unruhe, aber am Ende ist es total easy. Jetzt wissen wir auch wirklich Bescheid. Die vierte Purge, ja, die wird nicht. Leute, wir sehen uns dann morgen wieder. Ich freue mich auf euch. Haut rein, macht's gut, ciao.